Welcome back to Sarah's Music. Today we're in sunny Hamburg, and on the program we have two violins, a piano and a cello. It sounds pretty classical, doesn't it? But my guests today are four musicians who like to do things a little differently. Salut Salon. Salut Salon was founded in 2002 in Hamburg by the two violinists Angelika Bachmann and Ilse Siegfried, who have been friends since childhood. The quartet is adored by their fans from all around the world, from Chile to China. Ladies, willkommen. Es ist so schön, dass wir Zeit haben. Wir haben uns bei der Echos kennengelernt und ich dachte, ihr müsst da dabei sein bei der Sendung. Bist du sehr charmant, hast du uns angesprochen. Kommt ihr zu mir in die Sendung? Ja. Wer ist denn das? Wer war das? Aber jetzt sind wir hier in sonnigen Hamburg und ich freue mich sehr. Ihr habt jahrelang zusammen gespielt und dann euer Salons gegründet. Und wie ist diese Idee zustande gekommen? Wir haben ja schon auch eine Weltreise gemacht nach dem Abitur zusammen und haben dann auf der Straße mit Instrumenten auf der Straße gespielt und das sozusagen finanziert und in Hamburg zurückgekehrt, dann einen Salon gegründet, wo wir eben jeden letzten Freitag im Monat was Neues ausprobiert haben gemeinsam. Und das war schon von vornherein die gleiche Idee, die Salut Salon heute ist, dass wir was sehr Virtuoses gespielt haben, was sehr Schönes und eben in Chanson gesungen haben. Und ein bisschen Spaß dabei auch gehabt. Und immer natürlich moderiert haben und mit den Leuten einfach in Interaktion getreten sind. Und ihr beide seid noch dazugekommen. Muss man Probespiel machen bei euch? Und muss man singen, tanzen, pfeifen? Ist das ein richtiges Probespiel? Ja, klar. Wir haben dich sehr viel tun. Aber wir haben uns dann letztendlich mal über Freunde kennengelernt, was viel schöner ist. Wir arrangieren ja jedes Stück neu und selbst und da machen die Texte selbst. Und wenn man jetzt einen klassischer Musiker ist, der gar kein Interesse hat, sich auch mit der Harmonielehre auseinanderzusetzen und selber zu schreiben, dann würde das eben ja auch gar nicht passen. spannend. Ihr macht alles selbst, also die ganze Regie auch. Wir wechseln uns ab. Also wir haben irgendwann festgestellt, dass wir reden sonst alle gleichzeitig, immer, durchgehend. Und dann, wie jetzt auch. Und dann haben wir uns überlegt, was wir machen können, um einfach das Proben effizienter zu machen und dass wir einfach auch vorankommen, weil wenn alle gleichzeitig reden und jeder gleichzeitig bestimmen will, ist alles ein bisschen schwierig. Deswegen machen wir es so, dass wir uns abwechseln mit der Probenleitung, machen es alphabetisch. Morgen ist Geli zum Beispiel dran, die muss dann die Probe vorbereiten, wir können unsere Wünsche ihr sagen. Und eigentlich ist es aber nicht so, dass sie jetzt Chef ist der Probe, sondern sie ist quasi Moderatorin und führt uns durch die Probe. Ihr seid so viel auf Tournee in verschiedenen Ländern, ihr wechselt immer die Sprache dann. Passt euch dann an, Chinesisch, wie lief das in China? Salut Salon, Hamburg! Wow, das ist als Chinesisch besonders schwer wegen dieser Dialekte. Ja, genau, aber man kann das ja wirklich so phonetisch auswendig lernen. Das ist jetzt mit Chinesisch wirklich am schwierigsten, nicht? Russisch war auch sehr schwer, Koreanisch war auch sehr schwer, aber alles, was ein bisschen lateinischen Wortstamm hat, also jetzt waren wir viel in Frankreich unterwegs, das fällt uns leicht, oder in Südamerika alles auf Spanisch. Englisch sowieso. Ja, wir haben auch viele Stücke schon vorbereitet für unsere Tourneen. Zum Beispiel haben wir den chinesischen Popsong, der auch mit dem Konzert vorkommt, den haben wir für eine China-Tournee gelernt, haben dort festgestellt, dass er ein Superhit ist. Jeder den kennt, jeder mitsingen kann. Und der ist in unserem Programm geblieben. Also, dass ihr das auch noch macht, Wahnsinn. Ja, wir haben halt festgestellt, dass die Interaktion mit dem Publikum so wichtig ist für das, was wir machen. Und uns das so wichtig ist, dass die verstehen, was wir sagen. Und wenn wir das in manchen Ländern auf Englisch machen, funktioniert das eben leider nicht. Und es lohnt sich. Es ist wahnsinnig viel Arbeit, das alles sich drauf zu schaffen. Aber es lohnt sich, weil die Menschen dann so glücklich sind und es wirklich einfach verstehen. Weil es ja auch Teil unseres Konzeptes ist, dass wir mit diesem Wortbeitrag auch versuchen, den Menschen Assoziationen mit über die Stücke zu geben und das als Gesamtkunstwerk sehen, unser Programm. Und wenn dieser ganze Part wegfiele der Moderation, wäre das einfach schade. Das Schönste ist, wenn die nach dem Konzert kommen, an den Stand dann zu uns und dann auf Chinesisch uns ansprechen, weil sie wirklich glauben, dass wir auch nur ein Wort verstehen. Dann sagen wir einfach Shishi. Ich glaube, das war ein Wolf. After their concerts, Salut Salon always collect money for their children's music project in Chile. Sarah's Music for today, but we still have the horn challenge. Ladies, first of all, lipstick off. Okay. Taschentücher bitte. Taschentücher. Ja.